Du nimmst die Eigenschaften, die Werte, die Ansichten deiner Gesellschaft an. Bewusst oder unbewusst. Kann beides sein. Bewusst oder unbewusst. Und besonders da, wo es einen gewissen gesellschaftlichen Druck gibt. Und das Interessante ist, dass dieser gesellschaftliche Druck nicht nur deinen Charakter beeinflusst, sondern auch deine Ansichten. Deine Ansichten werden auch geformt dadurch. Man kann sich das so vorstellen, als diese Leitkultur, die man hat, oder dominante Weltansichten, Wertevorstellungen. Kennt ihr diesen Schraubstock? Kennt Schraubstock, ne? Wenn du eine zähe Masse hast, du hast eine zähe Masse, sie ist also nicht robust und stabil, und du legst sie da dazwischen und drehst, sie wird sich verformen. Sie wird sich verformen, entsprechend der Stärke des Drucks. Und so ist auch der Mensch und auch die Muslime hier in Deutschland, Europa, die nicht robust sind, die nicht stabil sind in ihren Ansichten. Das ist eine traurige Sache, dass, und es ist hier besonders in Deutschland, Europa, unter dem Einfluss der westlichen Ansichten, des Atheismus, der Wertevorstellungen, das dominiert hier alles. Überall ist man damit konfrontiert, in der Schule, im Kindergarten, in den Medien, in den sozialen Netzwerken, im Fernseher, überall. Und wenn es da nicht eine gewisse Stabilisierung gibt, mit der die Muslime oder mit der man sich selbst immun macht und seine Umgebung, dann ist man Gefahren ausgesetzt. Und das Problem ist, oder eines der Ziele, die man anstreben sollte, hier auch besonders hier in Deutschland, dass der Iman der Muslime aus dem Kreis des Taqlid und des Erbes in den Kreis von Gewissheit und Überzeugung geschoben wird. Ibn Taymiyyah hat eine ganz interessante Definition für den Muqallid. Der Muqallid, ich habe schon mal das Wort Muqallid gehört. Was heißt Muqallid? Ein Muqallid ist jemand, dessen Auffassungen und Ansichten nicht auf Belege basieren, gründen. Und mit dem Beleg ist nicht nur gemeint, das Auswendiglernen eines Belegs, das bringt einen nicht aus dem Kreis des Taqlid. Wenn ich ein Kind das Sahih Bukhari und Sahih Muslim und die Al-Kutub al-Sitta beibringe, der hat alles im Kopf, ist er dadurch kein Muqallid mehr? Der ist immer noch ein Muqallid. Also der hat seine Ansichten über, ich nenne es mal jetzt so, seine Überzeugungen, basieren nicht auf Analyse, auf Forschung, auf Begreifen, sondern sind einfach dahergebrachtes, konventionelles. Der Mensch kann in der Aqida diesen Status haben, aber auch im Fiqh und so weiter. Es geht hier nicht darum, ob der Iman eines Muqallid gültig ist oder nicht, das ist nicht die Frage. Aber es geht darum, dass Ibn Taymiyyah sagte, er hat ein interessantes, wirklich sehr interessantes, eine sehr interessante Definition für den Muqallid, also den, ich nenne ihn Blindfolger. Ich finde dieses Wort Blindfolger ist nicht so, also ich finde, hat so eine negative Konnotation, das ist nicht so ganz gut, weil in den Angelegenheiten des Fiqh kann es tatsächlich eine Pflicht sein, oder? Wenn du entweder du bist ein Mujtahid oder du bist kein Mujtahid. Und wenn du kein Mujtahid bist, dann bleibt dir nichts anderes übrig als der Taqlid. Aber er sagte, Al-Muqallidu man idha shukkika shak. Das ist die Definition des Muqallid. Der Muqallid ist der, wenn man ihn in Zweifel bringen möchte, kannst du ihn zweifeln lassen. Wenn du ihn in Zweifel bringen möchtest, kannst du ihn in Zweifel bringen. Du musst ein bisschen wortbegabt sein, ein bisschen
ein bisschen eloquenter sein als er, ein bisschen mehr Ahnung als er haben. Man kann auch ein Gelehrter sein. Und das sieht man in Fiqh-Angelegenheiten ganz einfach. Er ist heute voll überzeugt von einer Sache. Felsenfest überzeugt. Am nächsten Tag spricht einer mit ihm zwei Worte, nennt ihn hier und da ein, zwei Textchen und dann hat er die umgekehrte Überzeugung und zweifelt an seinen alten Standpunkt. Das ist der Muqallid. Und das kann in der Aqidah auch so sein. Auch in der Aqidah kann es sein. Deswegen, man muss versuchen, hier die Leute hier zu immunisieren, die Muslime, besonders die Heranwachsenden, zu immunisieren, indem man ihnen ihren aus dem Iman, aus einem bloßen Erbe, das sie einfach so in die Wiege gelegt bekommen haben, indem man ihren Iman stützt und stärkt durch Belege, durch Beweise, durch rationelle Beweise. Das ist ein Weg, das zu bewerkstelligen.